Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Ja, da haben wir den Typhoon 3S wieder. Diesmal mit 2,8 Zoll Trencher mit 17 Meter Mitnehmer. An der Kamera ist diesmal jemand anders und nicht ich selbst. Hallo, Michi hier. Genau, auch das Video machen wir zusammen. Wollen wir mal gucken? Ja, den ersten Mann kenne ich ja gar nicht. War ja gar nicht bei. Nee, jetzt hab ich. Oh, der fährt so leise und ruhig, ey. Die finden die echt laut. Echt? Nee. Ja, ich finde, die das Fahrverhalten. Jetzt haben wir ja quasi den Big Rock in der V3-Version. Der ist ja auch so breit. Sehr ähnlich wie er halt, ne? Ja, aber der Schwerpunkt ist niedriger. Ja, der hat aber auch nicht so viel Offset. Ja, okay, das stimmt. Die haben hier viel mehr Offset als die Armer-Räder. Das ist jetzt quasi Struggle-Fight, dieser Typhoon hier. Da muss man nicht so viel machen, sondern einfach nur fette Räder drauf mit Offset. Man hat auch direkt viel mehr Kontrolle, mal die Nase hochzuhalten. Im Hintergrund hört ihr Ingo fluchen, der sagt gleich wieder, er will ein anderes Hobby haben bestimmt. Dass ich wieder so schrauben muss. Das ist quasi mein persönlicher Arne. Der muss ich auch immer schrauben in den Videos. Schöne Grüße, Arne! Oh. Ha! Gut. Ist der fährt, oder? Der fährt. Der fährt, gut. So. Und daher geeiert. Okay, ich hab meinen Messer noch mal kurz. Wieso? So viele Kinder da. Achso. Ja. Mag jetzt so aussehen, als wenn wir hier illegale Treffen machen, aber das ist irgendwie Zufall. So wie hier fahren, gibt es halt nicht so viele gute Sandspots. Ja, ich komme schon mal ein paar Feder zusammen, die mit ihren Kiddies fahren. Aber Abstandsregelungen werden eingehalten. So. Oha. Das ist als Buggy, ey. Ja, die Reifen halt, ne? Ja. Also das war jetzt ganz locker easy. Die Seite fliegen wollte ich eigentlich nicht. Das war natürlich mit den Buggy-Reifen nur bedingt möglich. Zumindest. Alter, jetzt dreht ja so rum. Zumindest mit Stockritzelung. Der macht die Seite jetzt von der Rampe. Ja. So, es ist ja, ja, er fährt auf jeden Fall geil, Stock. Aber so, ne? Der breitere Stand bringt natürlich noch ein bisschen mehr Fahrstabilität. Ja, genau. Und ja, und Besserkeit ist auch noch gleich viel mehr halt, ne? Mal immer genug Wucht, um ihn zu korrigieren. Du kannst aber rüberspringen. Ja, habe ich auch. Du warst gerade. Kannst du aber zwischendurch mal jemanden entscheiden, mach ich noch Backel oder mache ich keinen? So liebe ich das, wenn ich halt. Ja, du kannst echt. Du hast ja fast eine Sekunde Zeit, um das zu entscheiden, ob du jetzt noch was machst oder nicht, ey. Okay, da habe ich jetzt dann, das war dann zu knapp. Habe ich kurz aufs Handy geschaut, als ich dann Luft war. Ja, und dann habe ich die Fanschau wieder hochgenommen vom Boden und dann habe ich keinen Plan mehr für Backel gerade. Ja, das ist natürlich. Das ist ein bisschen schneller. Oh. Also vor ein paar Tagen noch, wo es minus gerade war, hätte das dann aus sein können, ne? Aber jetzt im Moment nicht. Nicht bei 15 Grad. Die Reifen machen übrigens brandneue Linksstreifen. Oha. Super easy möglich. Für ein 3S-Modell, ne? Ja, hatte ich schon im vorigen Video, wo vor ein paar Tagen, wo ihr den quasi dann gesehen habt, okay, für uns ist derselbe Tag, aber für euch sind das ein paar Tage unterschrieben, schon gesagt gehabt, man kann von denen aushalten, was man will. Das sind ja voll die Plastikbomber und alles. Die liefern einfach ab. Ne?
klar kann man mal Probleme, wenn Leute Probleme mit einem Modell haben, okay. Aber ich habe jetzt schon so viele Autos, das habt ihr jetzt selber im Fuhrpark-Video gesehen, wie viel ich aktuell davon stehen habe. Aber das mache ich ja nicht ohne Grund, nur weil ich voller Armor-Fan bin, stelle ich mir Autos hin, die auch noch kaputt gehen oder was. Das macht ja keinen Sinn, weil das ist nämlich nicht viel. Ne? So, hier sind keine Schnitte, dass wir andauernd die Autos reparieren. Außer, ja, okay. Ja, Ingo. Ich repariere gerade ein Auto, aber ich halt nicht, ne? So. Ah, geht auch. Da habe ich mich ein bisschen spät entschieden, ne? Ja, mit dem Auto mit Spoiler ist es hinderlich mit einem Frontflip. Ja. Also, der hättest du bestimmt noch wieder anders rumziehen können. Der ist bestimmt noch von, ja, vom Frontflip zum gut. Backflip. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir sollen hier 1000 Backflips machen hier. Ja, nee, naja, das ist richtig. Hat nur so und so viele Stunden. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.